Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 174. Wir sind immer noch in den Wäldern von Tarokka, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir machen hier weiter. Wie ihr seht, habe ich gerade auch schon ein bisschen Leder bekommen. Und wir müssen immer noch hier die Peons töten, die uns auch ein bisschen verfolgen werden, je nachdem, wie weit wir kommen werden. Denn wenn wir beispielsweise die Quest machen möchten für die Netterscherbe, werden wir die Perns auch auf der Netterscherbe treffen, weil die laufen da auch zuhauf rum. Für diverse Quests müssen wir die dann ja farmen, sag ich mal. Und ich habe im Moment auch noch ein weiteres Projekt, was ich jetzt irgendwann starten möchte oder versuche. Ich habe mir noch zwei weitere Accounts gemacht, so dass ich mal versuche. Tja, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Multiboxing zu machen. Das wäre noch was, was mich interessiert. Aber die Frage ist, ob man das aufnehmen kann, ob das funktioniert. Das weiß ich nicht. Ihr seht, es ist hier ganz gemütlich zu farmen. Je nachdem kommt man hier recht oft hin, wenn man zum Beispiel ich als Kräuterkundler mit meinem anderen Char. Hier komme ich schon mal öfters durch. Wenn ich Terrorzapfen sammeln muss. Für Flächen oder so. Also. Man ist immer mal wieder hier. Am schönsten natürlich mit einem schnellen Flugmount. Was ich so immer am coolsten fand, einen schnellen Flugmount hier durchzudüsen und ein bisschen zu sammeln. Damals. Was allerdings mir so im Nachhinein aufgefallen ist, weil wir dann manchmal irgendwas zusammen gemacht haben, habe ich dann mein langsames Flugmount ausgepackt. Und dabei sind mir viel mehr Blümchen aufgefallen. Und mittlerweile kriegt man ja recht viel nachgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie es ist mittlerweile in nicht Draenor, sondern in Legion ist. Ob man da mittlerweile fliegen kann. Ich habe gesehen, die Tage, dass da wohl jetzt ein neuer Patch rauskommt oder rausgekommen ist. 7.2 oder so. Und dass die wohl ein neues Land entdeckt haben. Irgend sowas. So am Rand habe ich es nur mitbekommen. Also auch nicht wirklich verfolge. Ich hatte nur so eine Meldung gelesen auf Facebook. Ich hatte schon überlegt, die Frage nochmal so reinzuschnuppern, aber irgendwie fehlt mir wirklich gesagt der Ilan dazu. Nochmal sich das alles anzugucken. Ich glaube, das kennt man, oder? Da, jetzt guckst du nochmal und irgendwie geht nicht. Und mir geht meistens die Zeit flöten. Dadurch, dass ich recht viel arbeite, kriege ich die auf die Reihe. Und dann gebe ich dann für einen Monat 13 Euro aus, auch wenn es nicht viel ist. Aber ich muss es ja trotzdem ausgeben. Und dann habe ich halt nichts vom Spiel. Spiele ich dann viermal oder so und dann ist es wieder vom Popo. Das muss ich nicht unbedingt haben. Das muss ich nicht unbedingt haben.
Na gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Vom sinnvollen oder sinnlosen Geld ausgeben. In WoW. Was noch sammeln aus der, sonst laufen wir außenrum weiter. Ja, ich glaube, die müssen wir nachher auch killen, bevor wir rummitzeln. Dann lass uns die erst töten, die abgeben und dann mal gucken, ob wir da noch eine andere bekommen. Hier drin ist auch noch eine Begleiterquest. So, wenn da U-Stärke kriegt er. Schub. Hier auch noch was rein. Gestärkt ins Werk gehen. Wenn wir sowieso dabei sind, trinken wir was. Ich wollte meinen Bruder jetzt die Tage fragen, weil wenn alles bleibt, habe ich sehr wahrscheinlich Donnerstag frei. Dann vielleicht mal zusammen hier durch die Gegend spielen. Dann würde ich einen neuen Charakter anfangen, vielleicht eventuell dann auch aufnehmen und dann, dass wir zusammen durch die Gegend rennen. Ist ja auf jeden Fall noch mal interessant. Weil ich finde, das macht WoW wirklich aus, dass man zusammen irgendwas machen kann. Zusammen entdecken kann, auch wenn wir das Spiel quasi kennen. Weil er hat ja auch damals viel gespielt. Das Tolle war, damals waren wir ja auch in einer Beziehung, er und ich. Also mit einer Frau. Nicht wir beide. Dass die beiden auch gespielt haben. Das hieß, manchmal haben wir dann zu viert gespielt. Ja, natürlich riesig. Meine Freundin und ich, wir hatten Damage Dealer. Sprich, sie hatte eine Hexe, ich hatte einen Schurken. Und mein Bruder, der war Priester. Und die Freundin von meinem Bruder, die war, ich glaube, Krieger-Tank. Das heißt, wenn wir eine Gruppe gesucht haben, ging das immer recht schnell, weil wir brauchten ja eigentlich nur einen Damage-Dealer. Und den hat man ja wie Sand am Meer in WoW. Ging ja immer ganz gut. Wird bereits benutzt, okay? Dann wird das bereits genutzt, von wem auch immer. Ja, schauen wir uns mal vor unseren Dijon. Immer wenn ich die Leisten sehe, diese ist ja Dominus, muss ich immer an damals denken, meine erste Erfahrung mit Dominus. Ich hab gedacht, oh ja, machst du hier nicht drauf, hast du mehr Leisten. Oder ich wusste nicht, wie die funktionieren, weil ich mich null damit auseinandergesetzt habe. Und dann hatte ich dann alles in der Mitte, so frupp, von oben nach unten, nur Leisten. Und dachte, nee, das kann ja nicht sein. Dann habe ich das wieder deinstalliert. Bis sich dann irgendwann jemand gefragt hat, der mir geholfen hat. Und dann hat es funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich gefragt habe. Irgendeinen aus der Gilde damals. Der hat dann via TeamViewer meinen Computer zugegriffen und mir dann geholfen. Weil das ging gar nicht, das war... So, wir geben die jetzt erstmal kurz ab, um zu gucken, ob wir eine Folgequest bekommen und nochmal in das Lager müssen, weil ich meine, das war so.
den nehmen wir uns mit. Ich habe so das Gefühl, wenn wir nämlich vorbeilaufen würden, dass der uns angreift. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hängt ein bisschen gerade. Weiß nicht, ob wir das auch machen können. Nein. Server Info. Es gibt keinen solchen Befehl. Es gibt keinen solchen Befehl. Da steht doch Punkt Server. Subcommands. Da. Laufzeit des Servers 4 Tage. Also das könnt ihr auf Privatservern machen, wenn das freigeschaltet ist. Dass man gucken kann, wie lange der Server schon mal laufen ist. Ob es eventuell welche in der Warteschlange gibt. Das ist ganz interessant. Einfach Punkt. Mit Help könnt ihr dann sehen, ob ihr das könnt. Und dann einfach Punkt, beispielsweise wie ich gerade gemacht habe, Server, Leerzeichen, Info, und dann seht ihr, wie lange das das aber schon läuft. Oder wenn ihr, ich glaube, Strich Plate eingibt, wenn ich es dann richtig schreibe, Plate, seht dann, wie lange ich auch schon gespielt habe. Gesamte Spielzeit 3 Tage, 18 Stunden, 34 Minuten und 10 Sekunden. Und auf dieser Stufe 1 Stunde und 45 Minuten. Obwohl es mir gefühlt länger vorkommt. Ich glaube, da unten gibt es die schon. Ja, die haben auch schon getötet. Da gibt es nämlich phasenverschobenes Fleisch. Das ist auch gut. Daraus macht man hier, ich glaube, das da den Doppelwopper. Tja. Ich würde die Quest abgeben, wenn ich wüsste, wo. Tisch getötet. Jetzt gerade mal gucken im Questtext. Valerias Posten sind wir doch, oder? Valerias Feste. Valerias Posten. Schwer zu fassen. Puff. Ah, da, stimmt. Ja, ich erinnere mich, da müssen wir hin. Da war das. Ja, ja, ja. Okay. Und ich glaube, da gab es auch die andere Quest dazu. Ja, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ne? Es ist der Wahnsinn, das ist alles so. Na gut, das ist jetzt nicht so tragisch, dass wir dann hier sind. Dann können wir gegebenenfalls was Post verschicken. So, zack, zack, das kann weg. Behalten wir. Und das behalten wir auch. Hm.
Warten wir auf. So. Verkaufen wir gleich. Okay. Machen wir das so. Zack. Das verkaufen. Zack, das weg. Zack, das weg. Noch haben wir gar welche Dings kaufen. Nein, natürlich nicht. Das ist keine Würstchen. Was hat der? Ah, das ist die PvP-Quest hier. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Oh, The Burning Crusade. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen.